Vor 6 Monaten habe ich ein Video hochgeladen mit dem Titel Das Ende von Naruto Uzumaki. In diesem Video rede ich über das Boruto Kapitel 38 und Mann, das Kapitel hatte es wirklich in sich. Endlich haben wir mal so richtige Action bekommen. Action von Naruto und Sasuke, die zusammen gegen einen weiteren Otsutsuki gekämpft haben, nämlich Ishiki Otsutsuki, den vermutlichen Endgegner der gesamten Serie von Boruto. In diesem Kampf wurden Naruto und Sasuke von Ishiki absolut outplayed. Er hat ihnen im Laufe des gesamten Kampfes ihr Chakra abgesogen, ohne dass die beiden es überhaupt bemerkt hatten. Sasuke konnte dank Naruto fliehen und Naruto wurde von Ishiki versiegelt. Ishiki benutzt zwar den sogenannten Menschen Jigen als Hülle und hat enormen Schaden durch diesen Kampf genommen, aber es war eine komplette Niederlage für unser Dream Team. Und die Aussage von Kawaki aus Folge 1 von Boruto: hatte auf einmal eine große Bedeutung bekommen. Es schien so, dass die Versiegelung von Naruto andauern würde, dass diese Versiegelung hier wirklich eine sein wird, die lange bestehen bleibt. Doch es kam anders. Erst letzten Monat, in Boruto Kapitel 43, haben wir das große Payoff seit dem Momoshiki-Kampf bekommen. Momoshiki funktioniert ungefähr so wie ein Bijou. Er hat von Boruto Besitz ergriffen, seinen Körper kurz übernommen und so unser ganzes Team gerettet. Vor dem Ganzen hat Kawaki Naruto unter Einsatz seines eigenen Lebens beschützt und schlussendlich dank der Karma-Kräfte zusammen mit Boruto entsiegelt. Nachdem der ganze Kampf überstanden ist, wacht Naruto also im Krankenhaus wieder auf und damit verändert sich so einiges und die Geschichte von Boruto hat damit den ersten großen Abschnitt beendet. Was Kawakis Worte wirklich auf sich haben können, wird jetzt komplett neu interpretiert. Irgendwas wird mit Naruto passieren. Was genau das sein wird, wissen wir jedoch nicht. Nochmal eine Versiegelung oder gehen wir wirklich so weit, Naruto umzubringen? Kishimoto sagt zwar, niemand ist in Boruto sicher, aber würde er das auch wirklich durchziehen? So oder so, durch Momoshikis Übernehmen von Borutos Körper haben wir auch einen extrem wichtigen Hinweis bekommen. Boruto im Allgemeinen ist sehr stark an den ersten Abschnitt von Naruto angelehnt und auch der Vibe ist sehr ähnlich. Und wen hatten wir als ersten großen Gegner? Richtig, Orochimaru. Orochimarus Ziel war es, Sasukes Körper zu übernehmen, um so an unglaubliche Stärke zu kommen. In Boruto könnte nun etwas ähnliches passieren. Durch Momoshiki und Boruto wissen wir nun, dass Otsutsukis Körper anderer Menschen übernehmen können. Die Otsutsukis sind Götter und laut Momoshiki sind Menschen, die einen Gott besiegen, nicht mehr normale Menschen. Ishikis Hülle, der Mensch Jigen, ist ebenfalls gebrochen, also braucht Ishiki einen neuen Körper. Ishikis Kinderexperimente zielten darauf ab, Kinder zu erschaffen, die das Karma tragen. Kawaki gehört zu den gelungenen Exemplaren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ishiki den Kawaki-Körper übernehmen wird und damit Konoha angreift, ist also sehr hoch. Das würde aus Kawaki, der ohne Familie aufgewachsen ist und durch Naruto als auch Boruto so etwas wie eine Familie bekommen hat, zu einem sehr tragischen Charakter machen. Was für die Naruto-Serie als auch Boruto-Serie sehr passend wäre. Doch darauf möchte ich erstmal nicht weiter eingehen. Schauen wir uns doch an, was in Kapitel 44 noch passiert ist. Denn dieses Kapitel kümmert sich sehr stark darum, den Krieg vorzubereiten. Ein besonderer Charakter wird dabei vorgestellt. Amaro, der Wissenschaftler von Kara. Und zugegeben, das hat in diesem Kapitel unglaublich gut geklappt. Mit nur einem Kapitel ist der Wissenschafts-Heini unglaublich interessant geworden und hat wirklich Potenzial, einer meiner Lieblingscharakter in der Boruto-Serie zu werden. Also fangen wir an. Wie erwähnt, Naruto wacht im Krankenhaus auf und Boruto möchte Kawaki Bescheid sagen. Hinata möchte jedoch, dass er nicht im Flur rennt. Hinata, nach dem Schicksalskampf in einer anderen Dimension, wo ein Gott Besitz von Boruto ergriffen hat und Kawaki beinahe gestorben ist, denke ich, ist es unter diesen Umständen in Ordnung, wenn man im Flur rennt. Wie dem auch sei, Naruto ist nur so: wow, ich hab's geschafft. Ich lebe. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich lebe. Ob dieser ganze Angriff, oder Versiegelung besser gesagt, Schäden mit sich tragen wird, wird sich noch zeigen, aber ich denke nicht, weil das Ganze eigentlich nicht den Anschein hat. Kawaki hingegen kann den Arm von Naruto, der mit seinem Chakra gesteuert worden ist, nicht mehr benutzen, da sein Körper diesen nun abstößt. Aber der Ehrenboy möchte hier kein Schmerzmittel, denn er möchte spüren, dass er am Leben ist. Es ist wieder Classic Kawaki, aber ich fühle es auch hier wieder sehr stark, muss ich sagen. Katasuke gibt hier auch zu, wie weit fortgeschritten die Technik von Kara eigentlich ist und dass Konoha selbst sehr weit hinterherhängt, was natürlich Amado richtig doll pushen soll. Es ist nämlich ein sehr starkes Amado-Kapitel. Kawaki sagt hier, dass es kein Ding ist, dass er den Arm nicht wiederbekommen kann, denn sein Körper gibt nicht so schnell nach. Ob das jedoch schlecht oder gut ist, wird sich noch zeigen. Er weiß es nicht. Und das ist natürlich hier ein sehr starkes Foreshadowing auf die Körperübernahme, weil warum sollte man das sonst so sagen? Der Mangaka möchte uns hier quasi mitteilen, dass Kawakis Körper ziemlich stabil ist und das ziemlich ungemütlich werden würde, wenn jemand wie Ishiki diesen Körper eben übernehmen würde. In der Zeit hat Shikamaru auch einen etwas ernsteren Beef mit Naruto, denn er möchte die Genen für die Aktion in die Dimension zu gehen nicht belohnen, denn sie hätten hier alle sterben können. Doch für Naruto ist das eine alte Tradition, dass Konoha-Genen eben so etwas tun. Manche Sachen ändern sich eben nie. Kawaki hat zwar Shikamarus Vertrauen gewonnen, doch wie es auch vorher schon passiert ist,
kann Ishiki jederzeit durch Kawakis Karma Mal angreifen. Er kann also quasi jederzeit in Konoha spawnen. Und das heißt, dass Shikamaru auf jeden Fall Vorkehrungen treffen wird und das wichtig sein wird für die, sage ich mal, nächsten 10 Kapitel von Boruto. Amado und Kajin Koji nutzen die Gelegenheit, um die Flucht zu ergreifen, solange eben Ishiki geschwächt ist. Gerade im nächsten Kapitel sollte die ein oder andere Wissensbombe auf uns zukommen, denn wir werden hier geteased in diesem Kapitel. Den Zuschauer wird quasi durch den Mangaka gesagt, hey Leute, wenn Amado erstmal mit Naruto spricht, werdet ihr einiges erfahren über die ganze Boruto-Geschichte, in welche Richtung das Ganze eben gehen wird. Data geht den beiden dann auch hinterher, aber Amado legt sie einfach mal so schlafen. Auf jeden Fall hat Amado hier eine unglaubliche Boss-Aura. Dieser Charakter funktioniert sehr gut. Lasst uns aber kurz über diese ganze Szene hier reden, denn ich denke, das war wirklich der wichtigste Punkt in dem ganzen Kapitel hier. Amado nimmt aus ihrem Versteck nur Genmaterial und Daten mit. Das alleine reicht ihm, um mit seiner Forschung weiterzumachen, was eben zeigt, wie krass Amado eigentlich ist. Er knockt Data hier aus und Kajin Koji merkt an, dass Amado einen Notfallsabschaltungscode verwendet hat und er selbst, also Koji, glaubt, er sei genau so programmiert. Damit haben wir die Bestätigung, dass auch Koji modifiziert ist. Wie genau, wissen wir nicht, aber irgendwas ist an ihm speziell. Man könnte so weit gehen und sagen, dass er zwar nicht Jiraiya direkt ist, aber ein Wesen, was durch Jiraiyas Genmaterial erschaffen worden ist. So könnte man einen Jiraiya-Moment haben, ohne Jiraiya aus dem Grab zu holen. Denn ich denke, die meisten Fans, um nicht zu sagen, alle Fans wollen, dass das Buch Jiraiya zugeschlagen bleibt. Aber mit dieser Möglichkeit hätte man halt einen Moment, wo wir sagen würden, Jiraiya hat einfach das Herz am rechten Fleck, auch wenn es hier sowas wie ein Klon sein würde. Es wird auf jeden Fall eine Möglichkeit. Amado ist hier auch ordentlich am Rauchen. Und Zigaretten allgemein verbinden wir in der Naruto-Welt stark mit Asuma, jemand vom Sarutobi-Clan. Wir wissen, dass Konohamaru Sarutobis Eltern Teil der Anbu waren. Mehr wissen wir aber nicht über seine Eltern. Mit dieser kleinen Amado-Szene könnte uns hier ein großer Hinweis gegeben worden sein, dass Amado eventuell Konohamarus Vater sein könnte. Denkt daran, die Naruto-Story drehte sich zwar um Naruto und Sasuke, doch ihr Sensei Kakashi war der Weg. Obito, sein ehemaliger Freund, löste den gesamten Konflikt der Serie aus. Mit Boruto, Kawaki und Konohamaru kann man nun eine ähnliche Route fahren. Man könnte auch hier sagen, dass Koji eventuell aus Genmaterial von Asuma stammen könnte oder ein Mix sein könnte. Einiges ist hier möglich und ich möchte nicht zu weit in die Theorien ausfahren, was diese Genmaterialsgeschichte angeht. Eventuell wird Koji auch Amado töten, weil er eben Angst hat vor dem Code, der ihn abschalten könnte, wenn es sich wirklich so verhalten sollte. Die futuristische Prämisse von Boruto ist immer sehr schwierig einzuordnen, aber gerade solche Sachen zeigen mir immer wieder, dass in dieser Serie sehr großes Potenzial steckt. Damit kommen wir nochmal zum Krankenhaus, wo Sarada bestätigt, dass Borutos Auge ein Byakugan war. Weitere Infos über das Auge an sich gibt es nicht, also das Anime-Auge von Boruto bleibt im Manga immer noch unerwähnt. Wir wissen nicht, was es damit auf sich hat und müssen warten, was die Zukunft bringen wird, was das Ganze hier angeht. Mitsuki riecht auch hier den Braten, dass Boruto nur das Gefäß von Momoshiki ist und stellt Sasuke zur Rede. Ich dachte mir hierbei, was wenn Momoshiki erneut Borutos Körper übernimmt, ausrastet und Mitsuki dabei umbringt, aber dieser trotzdem mit einem Lächeln stirbt, weil er eben Boruto retten konnte. Das könnte Boruto den Push geben, Momoshikis Kraft zu nutzen, aber nicht von ihm kontrolliert zu werden. Das Gespräch mit Momoshiki, was ich immer wieder erwähne, dass Boruto ihn trotzdem vergeben kann und eine Art Freundschaft mit ihm schließen kann, wie bei Naruto und Kurama, wird es trotzdem noch geben, aber ich denke, das wäre eine Möglichkeit, um Mitsuki als Charakter abzuschließen, möchte ich hier sagen, denn Mitsuki ist nicht mehr als die Beziehung, die er mit Boruto hat und das ist absolut nicht schlimm, ich finde, das ist völlig in Ordnung für einen Charakter wie Mitsuki, denn ich denke, wird keine große Rolle in dieser ganzen Serie hier spielen. Aber es wäre auf jeden Fall ein sehr starker Charaktermoment, den man hier einfügen könnte. Wie dem auch sei, wir kommen damit zum Ino-Shikasho-Training. Ausgerechnet Amado trifft auf sie, auf das Team, was damals von Asuma angeführt wurde. Also in der Zeit von Shikamaru, beziehungsweise das Ino-Shikasho-Team vor diesem Boruto-Ino-Shikasho-Team. Und er sagt auch hier, es ist eine neue Generation von Ino-Shikasho. Also Amado weiß auf jeden Fall Bescheid. Er fragt sie, ob sie eventuell ein Feuerzeug für ihn haben. Genau der Gegenstand, den Shikamaru nach Asumas Tod noch von ihm hatte. Es ist also, wie gesagt, ein weiteres
Foreshadowing. Es wird immer wieder angeteased und ganz ehrlich, nach dem Kapitel bin ich mir ziemlich sicher, dass Amado eben diese Sarutobi-Connection haben wird. Einen Kampf kann man das Ganze hier aber nicht nennen, denn Amado outplayt sie so ziemlich mit seiner Technik und es zeigt wirklich, dass Boruto-Technik cool sein kann, dass das auch funktionieren kann. Wir kommen damit nochmal zum Krankenhaus, denn Shikamaru macht die Kawaki klar, dass er in Zukunft für mehr Sicherheit sorgen wird und Kawaki nimmt das Ganze an, aber er ist nicht wirklich happy darüber und ich denke, dieses ganze Shikamaru-Kawaki-Thema wird noch enorm wichtig sein, denn beide wollen nichts Böses, aber die Umstände verlangen es hier, denn Shikamaru möchte nur Sicherheit und Kawaki möchte nur leben. Und ich bin sehr gespannt, dass, falls mit Naruto noch etwas passieren sollte, wie Kawaki reagieren wird und wenn es wirklich soweit kommen sollte, könnte ein Charakter wie eben Ishiki auf Kawaki einreden und ihm die Illusion geben, dass Konoha sein Feind ist. Denn es könnte dazu kommen, dass Konoha ihn eben so behandelt, weil sie nicht wissen, was sie gegen seine Fähigkeiten unternehmen soll und ihn deswegen einsperren könnten. Und das könnte eben Kawaki zu der anderen Seite führen. Aber auch das hier ist wieder eine Sache, die erst viel, viel später passieren könnte. Amado möchte hier mit Shikamaru reden, Moegi greift also ein und sogar ihren Nachnamen Kazamatsuri kennt Amado hier. Amado, ein Typ von Kara, kennt den Nachnamen von einer ehemaligen Teamkameradin von eben Konohamaru. Wir haben hier auch wieder die Verbindung, also es ist sehr stark gemacht. Amado ist hier auch einfach unglaublich krass. Er hat überhaupt gar keine Probleme, nimmt Shikarai gefangen mit einem Halsband, mit einer Bombe, die ihn in 48 Stunden tötet, es sei denn Amado entschärft sie. Doch hier kommen wir zum Wichtigen, denn Amado entschuldigt sie sogar, er möchte Konoha eigentlich beschützen. Jetzt wird es sehr interessant, denn Amado ist bereit, Konoha Informationen zu geben über Jigen, Kara, den Zehnschwänzigen und den Otsutsukis. Ob er ein verdeckter Agent ist, ob er irgendwas anderes plant oder was auch immer, ist erstmal egal. Was wir wissen ist, dass wir nächsten Monat bzw. schon diesen Monat eine sehr große Informationsbombe bekommen werden. Es wird sehr interessant. Also, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem Kapitel hier. Es gab ja einigen Stoff, den man bearbeiten kann. Deswegen gerne eure komplette Meinung zu jedem Thema, was ich hier angesprochen habe, in die Comments. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.